Unglaublich, ein Riesending. Und auf einmal sind sie da oben, die Polarlichter. Ich sehe das als meine Mission, solange ich lebe, und Tiere in die Herzen der Menschen zu bringen. Das Tourette ist halt ein Teil von mir so. Also das ist, halt untrennbar mit mir verbunden. Bob, ey. Ich weiß nicht, was in einem drin passiert. Es ist so schlimm. So ein Mensch, der sowas tut. Und ein Mensch, den sie ja eigentlich persönlich kennen, ja. Irgendwo doch ein Teil der Familie war. Und der macht dann sowas. Mein Name ist Dana Rudersdorf und ich habe überlebt. Wir gehen jetzt mal durch die Hochsicherheitsschleuse. Eigentlich kommt da niemand Fremdes rein, weil es ja so wie so dieser geheimste Ort ist. Wir, die noch leben, was wird morgen aus uns? Es war so ähnlich wie Teenager ihre Popstars anhimmeln. Teenagers worship their pop idols. Ich bin zurückgekommen mit dem Gefühl, dass vieles, was ich gesehen hatte, Oberfläche gewesen war oder Blindheit, sozusagen wishful seeing gewesen war. Ja. Geschichte zu ignorieren ist eine sehr problematische Sache. Wenn so etwas nicht aufgearbeitet wird, nach zwei Generationen geht alles wieder von vorne los. Ja. In der Grundschule war es hart. Man hat gedacht, ich bin dumm. Dieses Wort ist einfach der Horror für mich. Und ich möchte, dass es einfach verschwindet. Es ist ein tolles Symbol, tolles Zeichen von ihm. Es ist wirklich ein bewegendes Ereignis. Luft holen und nochmal drücken. Und nichts mehr machen, nichts mehr machen, nichts mehr machen, nichts mehr machen. Oh, da ist sie. Oh Gott, wie süß. Oh. Hallo, mein Schatz. Ich sag's ehrlich so, ich meine einfach, weil ich glücklich bin, hier zu sein und das alles leben zu dürfen. Ganz oft über das staunen, was die Kinder schon alles können. Wir werden darüber staunen, wie lustig die Kinder in diesem Alter sind. Meine These wäre schon, dass wir Veränderungen sehen, große Veränderungen. Willkommen
mich an. Wenn man halt einfach die begrenzten Landmöglichkeiten an der Oberfläche sieht, dann ist der Untergrund eigentlich noch grenzenlos. Da geht echt ein Kindheitstraum in Erfüllung. Die Samen der Brennnesselpflanze sind das Viagra des Ökos. Macht richtig Spaß. Ja, besser als im Winterrodeln. Keine Kinder. Ja, so keine richtig. Kinder. Jeder zweite Deutsche besitzt irgendeine Art von Sexspielzeug. Eins, zwei. Was kauft NRW? Ich finde sie die große Liebe für diese coolen Jungs. Ja! Yeah, ich flieh! Easy, okay. Easy. Die Magier, sie ist schon heiß. Das ist das Schönste, was ich je gesehen habe.